Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe den Marc mit dabei, die Pottlegende. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, weil der kriegt auch noch gleich ein Fahrrad. Ich habe hier ein Aubert Occam und der Marc kriegt gleich noch das Arc 8. Das ist ein Fahrrad, was noch gar nicht so lange auf dem Markt ist. Und das wird gerade noch vorbereitet. Deswegen steht der Marc ohne Fahrrad hier. Wir sind beim Opening von Siegtal Bikes und hier gibt es einiges an Leihrädern. Und wir gehen jetzt gleich eine kleine Runde fahren. Ich habe schon ein bisschen Angst, was für Trails kommen. Aber ich glaube, wir werden eine gute Zeit haben. Wir fahren übrigens mit Biobike. Oh Gott. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee war. Und ich weiß auch gar nicht, wie viel Höhenmeter wir fahren. Aber ja, für alle, die mich gut kennen, ne, verpiss dich mit Appel. Geknackt. Verpiss dich mit Appel, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Milestones geknackt. Verpiss dich mit Appel, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Milestones geknackt. Das wird auf jeden Fall spaßig. Hast du Bock? Ich hab richtig Bock. Michi, hast du Bock? Ja. Viel Spaß. Ah, Leute, auf was habe ich mich eingelassen? Einfach eine Enduro-Tour. Marc, wie geht das Arc 8 bergauf? Ja, richtig gut. Ne? Das wiegt ja keine 14 Kilo, da merkst du schon. Und Michi, wie geht das Rise bergauf? Rise geht auch ganz gut bergauf. Ich das Weltbull von Fabio Wippmann. Ich wollte schon immer einmal VIP sein. Ein Whip mit deinem Kennen, danach gibt's Bein. Jeder will auf YouTube sein, so wie Freeride Flo. Mach doch mal ein Giant, klar, hörst du mich nicht, Flo? Keiner ist am Fahren, alle sind nur noch am Streamen. Der Winter ist so kalt, die müssen alle Geld verdienen. Ich bin on fire, nenn mich Fabio Schäfer. Gras in meinen Reifen, kein Schlauch in den Rädern. Ich kann nicht fahren, denn mein Reifen ist platt. Bremsen und Sprint und die Kids Breaks sind an. Verpiss dich mit Appel, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Milestones geknackt. Verpiss dich mit Appel, ich fahre bergab. Ist der Marc noch da? Ist der Marc noch da? Ja, cool. Ja, Fahrwerk hätte man nicht. Auf der ersten Abfahrt fand ich das Occam noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Im späteren Verlauf des Tages habe ich mich aber ganz gut mit dem Bike schon arrangiert. Ich muss sagen, Occam ganz cool, aber also ich glaube, das Fahrwerk ist halt nicht so super geil eingestellt irgendwie. Und mir ist das zu unruhig, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, was hier jetzt die richtige Einstellung ist, Lock, nicht Lock, aber also wenn das Rayon Ticken laufruhiger ist, ist das glaube ich ganz cool, aber das hier wäre auf jeden Fall jetzt nichts für mich. An diesem Zeitpunkt war ich noch super gespannt, wie sich das Arc 8 fahren wird, weil ich ja von jetzt weniger Federweg dann auf ein Bike mit ein bisschen mehr Federweg umsteigen würde. Und da das Arc 8 so super leicht ist, hat es mich auch einfach interessiert, wie sich so ein Bike dann bergauf fahren lässt. Leider hat sich das Ganze im Laufe des Tages nicht mehr ergeben, da die Vorderradbremse einfach von dem Fahrrad ein bisschen zu viel Silicon Shine abbekommen hat und deswegen nicht so gut funktioniert hat und der Marc noch im Notfallmanagement die Situation tatsächlich noch richtig gut gelöst hat. Okay, jetzt geht es anscheinend los. Schaltwerk-Killer.
Die Stimmung war danach natürlich jetzt ein bisschen getrübt. Nichtsdestotrotz hat Marc gesagt, wir sollen die Trails zu Ende fahren, weil eigentlich war meine Stimmung dann so, dass ich halt zusammen mit ihm wieder zurückfahre, weil ich ihn nicht alleine fahren lassen wollte. Aber er meinte, hey, kein Thema, fahrt einfach weiter, und wir haben uns dann noch die letzten zwei Trails vorgenommen. Was? Ja, hier ist mit der Bremse auch so ein bisschen tricky, aber es geht. Diese neuen Trails fahren auf Sicht, das ist immer eine spannende Sache. Aber ich muss sagen, die Trails, die wir bisher heute hier gefahren sind, sind wirklich cool. Ich glaube, man kann hier richtig Spaß haben, wenn man die ein bisschen kennt. Also auch so, ne? Will mehr irgendwie die ganze Zeit, aber dann kennt man die Strecke nicht und weiß nicht, ob das geht. Das ist halt geil, wenn man ein paar Mal pusht eben, sofort wieder auf Speed mit dem Rad. Ach so! Richtung finale Flair. Und dann geht's geradeaus weiter darunter? Genau, also du kannst da, wo die jetzt herläuft, erfahren. Oder halt ins Loch rein und dann kommst du hinten auf den Weg. Also das, ja, ins Loch rein ist ja viel einfacher, oder? Ja. Eigentlich schon, oder? Eigentlich schon. Ich war aber meistens tatsächlich off-camper, weil er so ein bisschen Challenge. Ja, hoch würde ich nicht fahren. Genau. Rein würde ich. Hätte ich schon Bock auszuprobieren. Aber ich weiß ja nicht, das ist nicht mein Rad, ne? Der hat schon Spuren. Genau. Weil rein theoretisch könntest du jetzt auch noch sogar von hier reinrollen, ne? Selbst das wäre. Wenn ich jetzt hier unten stehe, sieht das auch gar nicht mehr schlimm aus mit der Anfahrt. Ne, das ist schlimmer. Das ist schlimmer. Ich weiß nur nicht, ob ich schnell genug auf dem Rad bin. Schon. Also, du denkst so, Kuppe, okay, und dann auf einmal, okay. Ich dachte, bei der Kuppe, oh, geschafft, und dann. Ja. Immer so Trail-Beschreibungen von Locals, finde ich immer eine schwierige Sache. Rechts lang.
So Leute, wir sind am Ende des Videos und der Tour angekommen. Mittlerweile sind wir am Flowtrail Siegen, weil wir noch ein paar Fotos machen wollen. Und wir geben mal ein ganz kurzes Feedback. Ich würde sagen, wir starten mit dem kurzen Feedback, weil die Fahrt nicht so lang war. Wir haben nicht mal mehr Bikes getauscht, aber ja, Marc, du kannst selber erzählen, warum. Ja, ich habe das Arc 8, hieß es, getestet. Und ich habe eigentlich schon auf dem Platz gemerkt, dass die Vorderradbremse nicht so richtig so gut funktioniert. Und nach den ersten beiden Abschnitten hat sich dann auch herausgestellt, dass die gar nicht funktioniert, weil ich in der Senke praktisch ich habe einen Salto vorwärts gemacht über einen Lenker, weil ich einfach nicht bremsen konnte. Und lag wohl dran, weil man Silicon-Schein ein bisschen ordentlich verteilt hat auf dem Bike. Der Klassiker, da wollte man, dass die Bikes schön aussehen und dann ist da für ein Testbike halt nicht so praktisch, ne? Also das Fahrrad an sich war cool, super leicht, aber das war halt dann das Ende der kurzen Fahrt. Ja, also konnten wir leider nicht so viel Feedback geben zum Arc 8, aber vielleicht können wir es ja irgendwo nochmal anders leihen. Das Obea Occam auf der ersten Fahrt, Abfahrt, erster Trail war es so, dass ich mich schon ein bisschen darauf einstellen musste, wie unruhig das Rad ist. Danach hat es mir allerdings wirklich Spaß gemacht, weil es besonders für die Trails eigentlich wie gemacht war. Weil das sehr, sehr präzise war, du konntest es leicht hin und her zirkeln. Also so weniger Federweg ist irgendwie manchmal mehr. Ne? Also es macht auf jeden Fall mega, mega Bock. Vielen Dank fürs Ausleihen, vielen Dank für die Einladung von Siegtal Bikes, dass wir da den Tag so ein bisschen verbringen konnten. Ich glaube, so ein klassischer Enduro-Fahrer werde ich dann doch nicht, weil das, der Uphill, ihr wisst ja Bescheid, ne? wie mir das gefällt. Und ich glaube, man hat es mir ein bisschen angemerkt. Alle, die daran Spaß haben, viel Spaß weiterhin. Meins wird es aktuell erstmal nicht. Aber für mich ist einfach, ich fahre einfach super gerne bergab und nicht so gerne bergauf. Aber ich glaube, so geht es ja einigen. Ich glaube, dem Nico geht es ja auch so, ne? Der jammert auch immer in den Videos. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall im Flowtrail Siegen. Machen noch schnell ein paar Fotos für Marc, für Michi, für mich. Und ja, wir sehen uns in den nächsten Videos. Lasst gerne ein Abo da. Schaut auch bei Marc vorbei. Da kommen auch jeden Sonntag neue Videos. Manchmal auch so zwischendurch, ne? Ja, wenn ich mal Zeit und Lust habe, dann auch da, ja. Yes. Schaut da vorbei. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin. Ciao, ciao.